Hallo, jetzt mal wieder der Heimwerker. Ja, ich habe uns jetzt hier eine elektrische Bürste mit langem Griff bestellt. Diese ist leicht zu demontieren, schweres Wort. So, das ist ganz einfach. Das ist nur die Verriegelung. Steckt man die ganze Verzahnung ineinander und schon ist das alles verriegelt. Das geht für hier. Hier kann ich den Ganzen noch verlängern. Nochmal so um ca. 20, 25 cm. Dann das verlängern. Und, hier ist die Verriegelung für das Gerät. Wenn ich jetzt drauf drücke, kann ich das dann, wenn ich das richtig drücken, dann geht das auch. Aber genau, das ist so. Drücken und dann geht das auch auseinander. Ja, sieht man, hier geht ein bisschen schwer, aber es geht und man hört auch, wie es einrastet. Hier ist ein Ausschalter. Hier hat man, wenn ich das einschalte, sieht man die Ladekontrolle. Das ist momentan voll, geht auch gleichzeitig an. Ich habe jetzt zwei Modi, das heißt, das ist jetzt die langsame. Das hört man auch, das ist die schnellere Version des Arbeitens und dann aus. Unten hat man die Möglichkeit, über das USB-Kabel, was mitgeliefert wurde, USB-C, zu laden. So ist das dann auch relativ wasserdicht, wenn jetzt diese Gummiabdeckung drauf ist. Das Ladekabel ist solches hier. Das ist schon mal ordentlich, das ist ordentlich lang. Das gefällt mir schon mal und vor allem USB-C. Da kann ich auch, wenn es nötig ist, mein Handy-Ladekabel nehmen und das funktioniert genauso gut. Das Wechseln der Bürstenköpfe ist auch relativ leicht. Abziehen, einen anderen nehmen und wieder draufsetzen. Muss man aber beachten, dass es nur in eine bestimmte Richtung immer passt. Immer, dass die. So. Dass die Nasen nur, also der hat nur eine gewisse Richtung. Und dann kann man dann schön gerade mit der Bürste in die Ecke und die hat auch relativ viel Kraft, also so leicht kriegt die nicht gehalten. Ja, also da muss ich mich schon anstrengen. Also da ist schon ordentlich Kraft dahinter. Das wäre jetzt eine Ecken- oder ja, allgemein eine Eckenbürste, wo man dann sonst eigentlich schlecht reinkommt. Das ist auch eine schöne Variante. Hier hat man auch die Geschwindigkeiten. Also das richtige, die Geschwindigkeiten richten sich jetzt nicht nach dem, was an Bürsten drauf ist, sondern das Gerät hat standardmäßig und einfach dann bloß abziehen und dann hat man das wieder in der Hand. Die anderen Bürsten passen genauso gut darauf wie die kleinen eben. Hat man gehört, merkt, wenn man vorführt. Ja, also mit der kann man schon mal auch mal richtig was. Da kann man auch schon mal richtig was mit anfangen. Und wie gesagt, ich habe mit dem schon eine Dusche sauber gemacht. Und es sieht alles recht sauber aus und ist auch recht sauber geworden alles. Dann ist hier also hier ist eine Frage-Antwort für jede Sprache, Englisch, Deutsch, Französisch. Beispielsweise, Achtung, bitte laden Sie sofort nach jeder Nutzung. Und dann Fragen, 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 Fragen. Das sind wahrscheinlich die Standardfragen, die so gestellt wurden an die Firma. Und dann haben die einen FAQ gemacht. Na? Und haben in jeder Sprache die hauptsächlichen Fragen, die aufgetaucht sind, aufgeführt und dann die Antworten dazu gleich mit. Fand ich richtig gut. Das ist eine tolle Idee. Und dafür gibt es dann schon mal einen Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist die gesamte Bedienungsanleitung, also die komplette Anleitung, und da sieht man hier vorne auch, dass das in mehreren Sprachen ausgeführt ist und ab Seite 8 ist dann in Deutsch. Dort ist genau aufgeführt, aus wie vielen Teilen das Gerät besteht, wie das zusammengebaut ist, wie man damit arbeitet, welche Bürste für was ist. Dann sind auch wieder Probleme, die auftauchen und ja, Vorschläge, wie gesagt, Vorschläge, wie man mit den Bürsten arbeiten kann. Das kann sich aber jeder selber ausprobieren.
und einige andere Informationen toll gemacht. Das ist auch wieder ein Pluspunkt. Und insgesamt, das Gerät ist nicht leicht, nicht gerade leicht. Das ist mal Fakt. Aber da man ja damit auf dem Fußboden und dergleichen kann man das Eigengewicht des Gerätes nutzen, um den Druck auszuüben. Also nicht selber drücken, sondern nur das Eigengewicht. Und dass man ganz hier ganz hinten anfasst. Hier hinten hat man auch ein bisschen dicker, hier ist auch ein bisschen ergonomisch gemacht. Hätte mir jetzt noch ein bisschen gummiert gewünscht, dass man nicht unbedingt so abrutscht, vor allem wenn es nass ist. Kann bei Plastik dann schnell mal abrutschen. Aber es ist okay. Und wenn man den jetzt hier hinten anfasst, wird es doch ganz schön schwer. Und somit hat man dann schon ganz schön Druck auf die Bürste. Also das wäre jetzt so meine Empfehlung, dort hinten am Ende anzufassen und dann das zu bedienen. Jedenfalls kriegt diese gesamte Bürste von mir die 5 Sterne und ich könnte sogar noch 5 Sterne, wenn ich es könnte, plus geben. Aber geht nicht, also bleibt es trotzdem. Aber dafür sage ich jetzt mal ganz einfach, für den Preis, klasse Gerät, kann man nicht meckern, ohne Abstriche. Und dafür gibt es einen Daumen hoch und eine Kaufempfehlung vom Heimwerker auf jeden Fall. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf alle Fälle.